Hallo in die Runde. Ich darf Sie alle sehr herzlich im Namen der Hammersiel-Stiftung und des Kulturparks begrüßen zu einer Vortragsreihe vom Club of Rome und von Plant for the Planet. Ein ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an Martin und Thomas Seitz, die vor circa einem Jahr die Idee für diese Reihe entwickelt haben und der Grund sind, wieso wir uns hier alle versammeln. Normalerweise würden diese Vorträge im schönen Kulturpark in Zürich stattfinden, aber wegen der Pandemie treffen wir uns jetzt hier auf Zoom. Ich darf mich kurz selbst vorstellen. Ich bin Felix Finkbeiner, der Gründer von Plant for the Planet. Wir sind eine Aufforstungsorganisation, die weltweit Bäume pflanzt gegen die Klimakrise. Normalerweise wohne ich auch in Zürich, bin nebenher Doktorand an der ETH in Zürich, bin aber gerade auf der Yucatan-Halbinsel im Süden Mexikos, wo wir mit einem Team aus ca. 100 Leuten Bäume pflanzen, um zerstörte Waldgebiete wieder aufzuforsten und zu restaurieren. Aber darum geht es heute nicht, sondern ich habe die große Ehre, einen meiner persönlichen Vorbilder, Dr. Mathis Wackernagel, vorstellen zu dürfen. Er ist Schöpfer des ökologischen Fußabdrucks. Er ist gebürtiger Schweizer und studierte Ingenieurwesen an der ETH und erwarb dann 1994 einen Doktorgrad in Stadt- und Regionalplanung an der University of British Columbia in Vancouver. Und als Teil seiner Dissertation hat er dort zusammen mit William Rees das Konzept des ökologischen Fußabdrucks, also Ecological Footprint, entwickelt. Und daraus hat sich dann die Forschungsgruppe Global Footprint Network entwickelt. Und Mathis ist heute der Präsident vom Global Footprint Network und lebt in San Francisco. Das Ziel ist, eine Welt zu gestalten, in der alle innerhalb des Budgets der Natur gedeihen können. Und das erreichen wir, wenn wir ökologische Grenzen in unsere Entscheidungsprozesse mit einbeziehen. Er ist mittlerweile weltweit in Forschung und in der Lehre tätig, berät Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und hat auch viele Bücher geschrieben, darunter auch Ecological Footprint, Managing Our Biocapacity Budget, gerade vor einem Jahr rausgekommen, zusammen mit Bert Byers. Und er hat für seine wunderbare Arbeit unzählige Ehrungen erhalten, den World Sustainability Award, den Blue Planet Prize, den Binding Prize und viele weitere und ist auch seit vielen Jahren Mitglied der internationalen Gesellschaft des Club of Rome. Und deswegen freut es uns unglaublich, dass du, Mathis, dir die Zeit nimmst, uns von eurer wichtigen Arbeit zu erzählen, in Zukunft per Design oder per Desaster. Vielen Dank dir, Mathis. Ganz herzlichen Dank, lieber Felix, dass du auch aus Mexiko mitmachst. Mexiko ist mir nah am Herzen, da habe ich auch ein paar gewohnt. Und ich freue mich ganz besonders, dass alle Teilnehmer hier sind. Es wäre natürlich noch wunderbar, wären wir alle im gleichen Raum. Ein bisschen sind wir im gleichen Raum, auf dem Raumschiff Erde ist auch ein Raum und wir sind auch im Zoom-Raum. Und ich hoffe, mit dem Zoom-Raum können wir diese technischen Möglichkeiten auch nutzen, dass ihr euch auch ein bisschen kennenlernen könnt. Denn zusammenkommen ist ja nicht nur mir zuzuhören, sondern auch euch gegenseitig kennenzulernen. Hier mal das Programm. Wie sieht das Programm heute aus? Einfach so. Zuerst fange ich an, ein bisschen euch zu ärgern, hoffe ich. Das ist ein bisschen kitzeln, ist immer gut, um das anzuwählen. Und dann schlage ich einen Brillenwechsel vor, erkläre mehr zu Design und nicht Desaster. Und am Schluss noch drei, hoffe ich, handfeste Ideen. Was wichtig unten steht auch, Zoom ist ja interaktiv. Nutzen Sie doch den Chat. Den Chat, also da können Sie Ihre Fragen reinschreiben. Sie können auch die Teilnehmer direkt ansprechen. Habe ich falsch geschrieben? Teilnehmer, aber das können Sie ja lesen. Sprechen Sie die an und dann so gehen wir weiter. Nun, fangen wir hier an. Wie viele von Ihnen kennen schon Justin Bieber? Und ich will Ihnen das Skandalöste erzählen, das Sie noch nie von ihm gehört haben. Und zwar das Folgende. Von aller Fossilenergie, die die Menschheit je verbrannt hat, wurden 49% davon in seinem Leben verbrannt. Und er ist erst 1994 geboren. Ich bin ein bisschen älter. In meinem Leben wurden 82% der ganzen Fossilenergie verbrannt, die je verbrannt worden sind. Dann denke ich, ja, das ist normal. Ich bin aufgewachsen.
in einem Haus mit Zentralheizung, in einer Geschirrwaschmaschine. Wir hatten ein Auto, wir hatten Licht, Elektrizität. Alles ganz normal, denken wir. Aber eben in der Menschheitsgeschichte nicht ganz normal. Die Konsequenz, wissen wir, ist die Akkumulation von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Und wie steht das aus? Also die Paris-Konvention sagte, wir sollen nicht über 2 Grad Celsius die Erde erwärmen, vielleicht sogar nur 1,5. Was bedeutet das konkret? IPCC stellt da die verschiedenen Modelle zusammen und sagt, wenn wir die Konzentration der Treibhausgase auf 450 ppm CO2 äquivalent, also das ist nicht nur das CO2, sondern auch das Methan beschränken, haben wir eine 66% Chance, nicht über 2 Grad Celsius zu gehen. Also nicht 100% Chance, 66% Chance. Und dann kommt natürlich die Frage, wo sind wir jetzt? Und da können wir sogar die Amerikaner fragen. Die haben ja eine wunderbare Organisation called NOAA, National Ocean and Atmosphere Administration. Und die haben Messstationen in Hawaii. Und die kommen zum Schluss, wir sind heute auf 502 ppm. Also die untere Zahl, wie Sie sehen, ist ja höher als die obere Zahl. Also das zeigt, da wird es eng. Was bedeutet eng? Hier ein ganz einfaches Bild, was eng bedeutet. Früher waren wir klein im Verhältnis zu unserem Planeten. Heute ist es ein bisschen anders. Wir sind ziemlich groß geworden. Und einige Wissenschaftler nennen das Anthropozän. Also nicht mehr das Holozän, die landwirtschaftliche Zeit, wo die letzten 10.000 Jahre der Menschheit, sondern wir sind jetzt die wesentlichste ökologische Kraft geworden, die Erde bestimmt. Nun, wie groß sind wir? Da müssen Sie erst wissen, wie groß die Erde ist. Was gibt es auf der Erde? Was gibt uns die Erde? Und hier ein Video, was uns die Erde gibt. Ich hoffe, Sie sehen, wie sich das bewegt über die Jahreszeiten. Also das zeigt die Produktivität der Ökosysteme und das ändert sich über die Jahreszeiten. Yucatan, wo Felix jetzt ist, bleibt ähnlich groß das ganze Jahr. Das ist das Tropische. Und dann Europa. Im Winter verschwindet ganz unter dem Schnee, also wenig Produktivität. Das ist die Produktivität der Erde. Wir können das auch noch pro Kopf erzählen. Also wenn wir da die ganze produktiven Flächen zusammenzählen und durch die Zahl der Menschen teilen, dann haben wir ungefähr 1,6 Hektar eine ökologisch produktive Fläche. Das ist das Budget, das uns zur Verfügung steht in der Welt. Heute, bei der heutigen Bevölkerung. Dann können wir auch vergleichen, wie viel wir brauchen, um das Essen zu produzieren, die Fasern, CO2 zu absorbieren, dass wir in die Luft emittieren und so weiter. Also all das, was wir von der Erde wollen, wie viel Fläche braucht das? Und wenn wir das zusammenzählen, sind das jetzt 2020 2,5 globale Hektar, also mehr als die 1,6. Wie ist das möglich? Es ist möglich wie mit Geld. Wir können mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen. Wir können mehr Bäume abholzen, als sie nachwachsen. Wir können mehr CO2 in die Atmosphäre emittieren, als die Biosphäre absorbieren kann und so weiter. Also ist möglich, die Erde zu übernutzen. Im 2019 war die Übernutzung ungefähr 73%, also 73 Mal schneller haben wir die biologischen Ressourcen genutzt, dass sie sich regenerieren. Im 2020 ist es ein bisschen zurückgegangen, vor allem wegen Covid. Also das ist gemessen im ersten Teil von 2020 ein kleiner Rückgang. Und eben nicht wegen Design, sondern eher aus Desaster. Also systemisch sind wir nicht besser geworden, sondern wir wurden gezwungen, wegen einem Desaster weniger zu brauchen. Nun, wie übersetzen wir die 56% in eine andere Zahl, die wir vielleicht besser vorstellen können? Also wenn wir 1,56 Erden nutzen, das heißt 56% schneller die Erde nutzt, als sie sich generiert, können wir auch sagen, vom 1. Januar bis zum 22. August hat die Menschheit gleich viel gebraucht, wie die Erde im ganzen Jahr erneuern kann. Und das nennen wir den Earth Overshoot Day. In Deutsch wird das manchmal auch Erdüberlastungstag genannt. Und das ist eigentlich die gleiche Idee, einfach in einer anderen Art ausgedrückt. Der wesentliche Punkt ist aber der, nicht, dass es Earth Overshoot Day gibt, sondern we can move the date. Wer kann das Datum verschieben? Wenn wir das Datum 5 Tage in die Zukunft schieben, jedes Jahr, 5 Tage weiter,
sind wir schon vor 2050 auf weniger als einem Planeten. Nun, wie viele Planeten sollten wir nutzen? Da scheiden sich die Geister auch. Aber Io Wilson zum Beispiel, das ist ein eminenter Biologe von Harvard, der ist schon länger emeritiert, er sagt, wie andere auch, vielleicht die Hälfte sollten wir nutzen, weil es gibt ja auch noch wilde Tiere. Also wenn wir die Hälfte nutzen, dann zeigen Studien so grob, dass ungefähr 85% der Biodiversität noch aufrechterhalten bleiben kann. Also das kommt von Studien, weiß man ungefähr die Hälfte brauchen wir und 85% der Biodiversität kann dann immer noch überleben. Also das wäre vielleicht mal eine Zielgröße. Nun, wie gesagt, wir brauchen heute, 2020, 1,56 Erden. Wir sollten vielleicht nur eine halbe Erde brauchen. Das können wir uns entscheiden. Wenn das so ist, dann ist ein Faktor 3 Unterschied zwischen wie viel wir heute brauchen und was eigentlich ein Niveau wäre, wo wir dann auch die Biodiversität und die Erde, unseren Life Support Factor, die Life Support Systems unserer Erde aufrechterhalten können. Nun, das war ein bisschen, um Sie zu ärgern. Und da will ich jetzt Ihnen eine Minute geben, um zu sagen, wie fühlen Sie sich jetzt? Und jetzt können wir auch versuchen Sie mal das Chat. Im Chat können Sie dann da reinschreiben, hier. Wie fühlen Sie sich? Und ich gebe jetzt Ihnen eine Minute, um da Ihre eigene Idee da reinzuschreiben. Wie fühlen Sie sich? Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Punkt. Also ich habe wahrscheinlich nichts Neues erzählt. Und trotzdem haben wir eine negative emotionale Beziehung zu diesen Wirklichkeiten. Und das ist wahrscheinlich auch eine der großen Barrieren, dass wir uns hilflos fühlen, überwältigt, nicht inspiriert. Und trotzdem ist es eine Realität. Wie gehen wir damit um? So kitzeln wir auch den Rest der Welt, also auch ein bisschen ärgern der Welt, weil wir bekommen Aufmerksamkeit, indem wir Leute ein bisschen ärgern, aber das ist nicht der Punkt natürlich. Mit Earth Overshoot Day haben wir ungefähr 4 Milliarden Medienimpressionen. Es wird in über 100 Ländern wird darüber gesprochen. Viele World Leaders schreiben darüber, zum Beispiel dieses Jahr hat Macron oder Van der Leyen hat darüber geschrieben, Tweets und Greta Thunberg und so weiter. Letztes Jahr haben wir sogar Papst Franziskus genug geärgert, dass er sich auch dazu geäußert hat. Letztes Jahr, wie gesagt, war der Earth Overshoot Tag ein bisschen früher, weil unsere Nutzung größer war. Und hat er gesagt, eben, the fact that has shocked me the most is yet another. The Overshoot Day from July 30th, we started to consume more resources than the planet can regenerate in a year. It's very serious, it's a global emergency. Das hat der Papst gesagt. Das war's. Gut. Darum fokussieren wir uns ja auch darauf, jetzt zu sagen, wie können wir das Datum verschieben? Am Schluss, das ist der Punkt. Nicht leiden wir für die Nachhaltigkeit, sondern was ist möglich? Wie können wir das verschieben? Wollen wir es verschieben? Und dazu will ich 2 Brillenwechsel vorschlagen. Jetzt kommt das Nächste. Wie können wir die Welt ein bisschen anders sehen? Der erste Punkt ist der folgende. Der erste Brillenwechsel. Die Frage, ob wir eine regenerative Zukunft wollen oder nicht, ist keine richtige Frage. Die kommt, ob wir wollen oder nicht. Die Frage ist nur, wie schnell. Gehen wir schneller dahin, dann können wir mehr von der regenerativen Budget aufrechterhalten. Geht es langsamer, dann verbrennen wir vielleicht mehr oder des Budgets oder das Budget, der Planet wird nicht mehr so stark sein, wird nicht mehr so viel produzieren können. Also ist die wesentliche Frage, ist nur, wie schnell wir gehen. Machen wir es per Design oder lassen wir Disasters unsere Zukunft bestimmen? Wir sagen auch auf Englisch One Planet Prosperity, weil die Frage ist eben auch einfach, es ist das Gleiche, einfach anders gesagt, wollen wir One Planet Prosperity? Oder wollen wir One Planet Misery? Weil der One Planet, der geht nicht weg. One Planet ist kein Ziel, es ist unser Kontext. Wenn wir anerkennen, wow, es gibt nur einen Planeten, was bedeutet das für uns? Das ist der erste Brillenwechsel, zu sagen, die Zukunft, wir wissen, wie die Zukunft aussieht, sie wird regenerativ sein, die Frage ist nur, wie schnell.
Und was ist der Vorteil langsam? Was ist der Vorteil schnell zu gehen? Der Zeit der Brillenwechsel ist noch einfacher. Und ich fange mit einer Analogie an. Wir sitzen in einem Boot. Wir sehen, es kommt ein Sturm. Und wir merken, unser Boot ist nicht vorbereitet. Wieso würden wir an internationale Verhandlungen gehen und sagen, wer soll der Erste sein, der sein Boot flickt? Du musst dein Boot zuerst flicken. Erst wenn du dein Boot flickst, werde ich mein Boot flicken. Wie viel wirst du dein Boot flicken? Dann werde ich mein Boot auch flicken. Also es baut auf der Vorstellung auf, was auf Englisch Tragedy of the Commons nennt oder vielleicht sie heißt, oder auf Deutsch nennen wir es auch Trittbrettfahren. Das bedeutet, wenn ich was Gutes tue für die Welt, kostet mich das und alles Gute geht an die anderen, nicht an mich. Wieso soll ich da mitmachen? So stellen wir uns das vor. Aber die Wirklichkeit ist eigentlich fast umgekehrt. Natürlich gibt es ein bisschen Trittbrettfahren. Aber wenn wir als Stadt, also wenn Zürich zum Beispiel oder die Schweiz oder Basel, wo ich herkomme, oder München, sich nicht auf die Zukunft vorbereitet, die wir eigentlich voraussehen können, was ist da der Vorteil für die Stadt? Die Frage ist nicht, wie nett kann Zürich sein für die Welt? Die Frage ist, macht Zürich Zürich kaputt? Also eigentlich sind wir nicht gefangen in einer Trittbrettfunktion. Wenn wir das nun so in einer Trittbrettsituation, wenn wir das nur zusammen anschauen, die Schweiz anschauen, dann stellt sich die Frage gleich und sagen, okay, wie ist unser Boot? Wie viele Schweizen gibt es? Das können Sie einfach auf der Karte nachschauen. Gibt es eine? Und das vergleichen wir dann mit, wie viele Schweizen es mittlerweile braucht, um die Schweiz aufrechtzuerhalten. Das ist ein bisschen untertrieben. Es sind eigentlich 4,4 Schweizen im Moment, die es braucht. Also wie vielfach die Ökosystemregeneration der Schweiz braucht es, um den Verbrauch des Schweizer Konsums zu decken. Und das ist noch ohne Platz zu lassen für andere Tier- und Pflanzenarten. Nun, wo kommt das her? Heute bekommen wir den Unterschied sehr billig. Wir können Kapazität der anderen nutzen, vieles gratis. Wir sagen, ihr habt das CO2 in der Zukunft oder in anderen Ländern, das müsst ihr mit unserem CO2 umgehen, dafür zahlen wir gar nichts dafür. Für Essen zahlen wir, wenn wir es importieren. Und die Frage ist, werden wir immer die Kaufkraft haben als Schweizer, um da extra Schweizen zuzukaufen? Weil die Kaufkraft im Rest der Welt nimmt schneller zu als in der Schweiz. Das ist so. Nun, wir können das auch genau anschauen. Ich könnte auch ein bisschen spazieren gehen während dieses Abends heute. data.footprintnetwork.org. Da sehen Sie eine Karte, können Sie auf die Schweiz klicken und dann sehen Sie genau das. Also, dass die Schweiz schöne Berge hat, das ist der rote Punkt, das sind nicht die Berge der Schweiz, das ist der unterschiedliche Verbrauch über die Zeit. Wir sehen die Ölkrise ziemlich frappant, 1970, wie es da runtergeht, und jetzt, ja, die Schweiz wird ein bisschen effizienter, die CO2-Emissionen haben abgenommen, aber trotzdem ist das Verhältnis zwischen der roten Linie und der grünen Linie immer noch 4,4. In 2017 sind die letzten Zahlen, die wir haben, hier ist nicht ganz neu aufgedeckt. Wir können auch die Welt anschauen als ganz. Und da sehen wir, das ist die Welt als absolut. Dass die Biokapazität hat ein bisschen zugenommen, weil wir die Landwirtschaft intensiviert haben, indem wir Dünger reinpumpen und so weiter und Wasserpumpen und so weiter. Aber der Verbrauch hat noch viel schneller zugenommen. Also das zieht sich jetzt praktisch über mein Leben. Hier sehen wir ein bisschen besser. Ich bin im 1962 geboren, also über meine Lebenszeit. Am Anfang waren wir noch im Grünen. Jetzt sind wir im Roten. Die letzten Zahlen, da sollten wir einen Knick sehen für 2020, das sind noch abgeschätzte Daten, die sind nicht auf die UNO-Daten gestützt. Hier hört es ein bisschen früher auf. Und dann habe ich auch noch die Linie von E.O. Wilson, einer halben Erde, reingezeichnet. Dann sieht man ein Verhältnis zwischen, was wir brauchen und was wir haben. Nun, was bedeutet das? Und hier kommt das Design Disaster Idee. Hier verkürze ich mal mein Leben, dass es noch mehr Platz hat für die Zukunft. Das ist die gleiche Grafik nochmals, einfach ein bisschen verkürzt, dass wir dann das sehen. Wie geht das weiter? Der Punkt ist ja nicht, also der Schaden, den wir der Erde anrichten, ist nicht nur, wie viel mehr wir verbrauchen, also wie viel höher die rote Linie ist als die grüne,
sondern die rote Fläche darunter, das ist die Akkumulation. Also bei Geld wäre das nicht nur das Defizit jedes Jahr, sondern es ist die Schuld, die sich aufbaut über das jährliche Defizit. Also die Fläche unter der Kurve zeigt, wie viele Schulden, ökologische Schulden, haben wir über die Zeit aufgebaut. Und schon jetzt bedeutet das zum Beispiel, dass in der Atmosphäre die Schulden sehr groß sind, wie wir gesagt haben, höher als eine 2-Grad-Grenze, das eigentlich zulässt. Nun, wenn wir einfach so weitergingen, sehen wir, wow, die Schuld würde exponentiell größer steigen, wenn die Schuld heute schon so groß ist. Wie funktioniert das? Funktioniert das überhaupt? Wir können auch einen anderen Weg uns beschreiten, also die sogenannte 1,5 Grad Decarbonization Strategy, die wahrscheinlich nicht reicht für 1,5 Grad, aber so heißt sie mal, wird auch noch mehr Schulden aufbauen, aber viel weniger Schulden, also wenn wir einfach so weitergehen. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie sich die Zukunft ausbaut. Aber jetzt kommt der wesentliche Punkt. Der wesentliche Punkt ist, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber wir wissen, dass in jeder möglichen Zukunft werden wir Klimawandel haben und Ressourcenknappheit. Die Frage ist, wie viel. Aber das wird eine viel bestimmendere, ein bestimmender Kontext sein. Nun, wenn wir heute investieren, sind das nicht nur Papier, sondern wir bauen Dinge. Wir bauen Windmühlen oder Häuser oder Straßen oder Tiefgaragen oder Flughäfen, was auch immer. Was wir immer bauen, hat relativ lange Lebzeiten. Die Lebzeit der Investition ist wahrscheinlich länger, als wie wir uns eine stabile Welt vorstellen können, mit vielen einfachen, mit gutem Zugang zu Ressourcen. Das bedeutet also, wenn wir in etwas investieren, müssen wir uns nicht vorstellen, wie kann das jetzt funktionieren, sondern wie wird das in der Zukunft funktionieren? In einer ressourcenknappen Welt. Wir werden Häuser brauchen in der Zukunft. Ich weiß ganz genau, wie die Zukunft aussehen wird. Die Leute werden gern schlafen, sie werden gern essen, sie wollen sicher sein, sie wollen sich bewegen können. Also das wissen wir. Aber welche Investitionen, welche Infrastruktur erlaubt uns, diese Dinge zu tun mit wenig Ressourcenkonsum und welche mit vielem? Die viel Ressourcen brauchen, um diese Bedürfnisse zu erfüllen, werden an Wert enorm verlieren. Also der Punkt ist eigentlich ganz einfach. Es ist ein doppeltes Risiko. Wenn wir Dinge bauen, die nicht funktionsfähig sind, in der Lebenszeit dieser Investition werden wir Reichtum verlieren. Ja, die Reichen, wenn die Reichtum verlieren, spielt ja keine Rolle. Aber eigentlich ist es so, also wenn auch reiche Leute den Reichtum verlieren, gibt es weniger Jobs für alle anderen. Also Reichtumsverlust hat direkte Konsequenzen für die ganze Gesellschaft. Aber nicht nur, dass wir Reichtum verlieren, sondern wir verlieren den Reichtum, wenn wir ihn am meisten nötig haben. Nämlich in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit. Dann hilft uns der Reichtum, durch die schwierigen Zeiten durchzukommen. Das Ersparte. Das ist ein doppeltes Risiko, das sich gegenseitig verstärkt. Wir verlieren Reichtum, wir verlieren ihn zur Zeit, wo wir es am wenigsten verdauen können. Es ist wie wenn wir umfallen und dann denken wir, es wäre eine Matratze da, aber wir fallen und die Matratze wird gleich weggezogen, während wir fallen. Daher, dass die Zukunft kommt, welche wollen wir? Wollen wir sie per Design oder per Disaster? Hier ein weiteres Beispiel aus meiner Gegend in San Francisco. Hier sehen Sie die Golden Gate Strait. Ein bisschen weiter links wäre dann die Golden Gate Bridge. Da kommt schon ein Schiff reingefahren. Und im Zweiten Weltkrieg hat das Militär gedacht, müssen wir das verteidigen, da könnten die Japaner kommen. Und haben riesige Bunkeranlagen gebaut. Die wollten da Kanonen aufbauen mit 20 cm Durchmesser, 40 cm Durchmesser. Und die konnten 40 Kilometer weit schießen. Das war die Idee. Aber das brauchte eine gewisse Zeit, um das zu bauen. Als sie das so weit waren, haben sie gemerkt, ja, der Krieg, der wendet sich schon. Jetzt wollen wir nicht noch extra Energie einbauen und dann noch diese Kanonen aufbauen. Also da wurde diese Infrastruktur nicht fertig gebaut. Und es sind ein bisschen stranded assets, aber sie haben es früh genug gemerkt und nicht noch mehr drin investiert. Und so ist es eigentlich auch mit vielen unseren eigenen Investitionen.
welche unserer Investitionen werden zum Stranded Asset? Welche unserer Investitionen werden uns nützlich sein? Und eigentlich wissen wir schon viel darüber. Glauben wir es? Merken wir, dass wir wirklich in dieser Zeit leben werden? Nun, alle die von euch, die nach 1985 geboren sind, ihr werdet noch im 2050 im Arbeitsleben stecken. Wenn wir eine Chance haben wollen, die Klimaveränderung auch nur einigermaßen im Griff zu behalten, bedeutet das eigentlich, dass wir schon weit vor 2050 ohne fossile Energie auskommen sollten. Also in eurer Berufszeit. Daher sind die Investitionen, die heute getätigt werden, haben einen direkten Einfluss auf euer Leben, ob ihr effektiver oder eben weniger effektiv leben könnt. Können wir vorausschauen. Und das drängt hier eine Karte der ökologischen Creditor und Debtor, wie welche Länder wie Bauernhöfe anschaut, welche Bauernhöfe, die wir jetzt Länder nennen, brauchen mehr, als sie selbst regenerieren können. Das sind die roten Länder. Die Grünen, die haben mehr, als sie brauchen. Und mittlerweile leben 86% der Bevölkerung der Welt in diesen roten Ländern, aber 70% leben in Ländern, die nicht nur ein ökologisches Defizit haben, sondern gleichzeitig eben auch noch weniger als Weltdurchschnittseinkommen. Das bedeutet, wenn ich weniger Geld habe im Durchschnitt als die anderen, dann können die anderen mehr von mir kaufen, als ich von ihnen kaufen kann. Also das heißt, diese Wirtschaften im Durchschnitt können die Leute weniger von dem Außen kaufen, als sie selbst, was die anderen von ihnen kaufen werden, und haben nicht genug Ressourcen, dass wir können übernutzen eine gewisse Zeit, aber nicht für immer. Also das heißt, schon ein sehr großer Teil der Weltbevölkerung ist unter diesem Druck, obwohl er sich monetär noch nicht auszeichnet. Drei handfeste Einsichten zum Abschluss dieser Runde. Dann kommt die Diskussion. Die erste handfeste Einsicht, auf die anderen zu zeigen und die Schuldigen zu finden, mag nicht immer ganz hilfreich sein. Wie gesagt, es geht nicht darum zu fragen, wie gut kann Zürich sein für die Welt? Auch nette Frage. Sondern bereitet sich Zürich für die Zukunft vor? Macht Zürich Zürich kaputt? Denn wenn man sich richtig auf die Zukunft vorbereitet, wenn man eine ressourceneffiziente Zukunft vorbereitet, ist es nicht nur gut für die Stadt, sondern auch für die Welt. Das ist ein bisschen wie bei Covid. Bei Covid, das Beste, das wir tun konnten, uns immer noch tun können, ist uns selbst zu schützen und damit die Gesellschaft zu schützen. Nicht nur, weil wir uns selbst schützen, sondern weil wir uns selbst schützen, dann werden wir auch nicht zum Vektor der Covid-Infektion. Also ganz ähnlich, uns selbst zu schützen, ist eigentlich das Heldenhaftste, das wir tun können für die Welt. Und das Gleiche ist auch so für die Nachhaltigkeit. Zweiter Punkt, es lohnt sich, vorauszudenken. Hätte dieser Tattoo-Shop wahrscheinlich auch ein bisschen vorausdenken können. Aber es lohnt sich vorauszudenken, weil eigentlich wissen wir mehr über die Zukunft, als wir vielleicht wissen wollen. Wir wissen die Zukunft, wir sind ressourcenknapp. Wir wissen, dass die Leute gern essen und schlafen in der Zukunft und sich bewegen. Also wissen wir auch, welche Investitionen nützlicher sein werden und welche nicht. Haben wir genug von den Guten und investieren nicht mehr in die Schlechten. Der dritte Punkt, wieder eine Hand, ist der. Wir können das Datum verschieben. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Wir nutzen die Hand als Beispiel. Also können wir gleich einen kleinen Vortrag geben all unseren Freunden und sagen, mit der Hand kann man es erklären. Denn auf der einen Seite haben wir die Produktivität der Erde. Wie können wir die Produktivität der Erde stabilisieren, schützen? Das ist Conservation, also Artenschutz. Aber das ist auch regenerative Landwirtschaft, Aufforsten, wie Plant for the Planet tut, nachhaltiges Fischen und so weiter. Das ist das. Und dann auf der Nachfrageseite sind es vier wesentliche Pfeiler. Wie leben wir in Städten? Das ist so der ganze Lebensstil natürlich, aber vor allem sind die Häuser,
effizient? Sind sie so, ist es zonendicht, dass wir nicht viel Transport brauchen? Wie leben wir in den Städten? Also ist die Stadt bestimmt, wie wir leben. Wie produzieren wir die Energie? Also ob wir jetzt Kohlekraftwerke haben oder Sonnenkraftwerke, machen großen Unterschied. Wie essen wir? Schon die Hälfte der Bierkapazität der Erde wird heute für Essen gebraucht. Und natürlich, wie viel sind wir? Wenn wir doppelt so viele Leute sind, dann haben wir nur halb so viel Planet pro Kopf. Da gibt es auch sehr große Unterschiede. Zum Beispiel, wenn die Reproduktionsraten der Welt ähnlich werden, der ganzen Welt so werden wie heute in Portugal, Italien, Spanien, Südkorea, Japan und so weiter, dann wären wir im 2100 bei ungefähr 4 Milliarden Leuten. Aber die Median Projection, die geht jetzt auf 11 Milliarden. Und 2100 tönt weit weg, aber ich habe schon Leute kennengelernt, die dann leben werden. Also die heute geboren werden, die sind dann 79. Also, we can move the date. Und in jeder dieser 5 Finger gibt es auch viele ökonomische Möglichkeiten. Nun, der wesentliche Punkt ist vielleicht der, wie reden wir über die Nachhaltigkeit? Sehen wir es als eine noble Herausforderung? Wir wollen nobel sein? Oder ist es wirklich notwendig für uns selbst? Und darum denke ich, ist Nachhaltigkeit viel mehr wie Zähne putzen. Zähne putzen ist auch nicht, also nicht nobel, aber es ist nicht vor allem nobel, sondern wir wissen, wir investieren unsere Zähne, wir machen das jeden Tag. Nicht, weil wir dann an diesem Tag kein Loch haben, sondern weil wir in der Zukunft kein Loch haben. Also von dem her ist eben Nachhaltigkeit wie Zähne putzen. Eigentlich ganz einfach. Und damit komme ich zum Schluss dieses ersten Teils. Es kommt die Diskussion. Danke dir, Mathis. Vielen Dank für den exzellenten Vortrag. Auch einen ganz herzlichen Dank an die Familie Seitz, an die Hammersiel-Stiftung, an den Kulturpark, dass sie diese Reihe möglich machen. Und es geht auch in den nächsten Wochen weiter mit weiteren tollen Veranstaltungen vom Kulturpark. Am 21. März veranstaltet Transition Zürich aus ihrer Filmreihe Filme für die Erde, Bikes vs. Cars. Und am Ende April veranstaltet Dr. Jean-Pierre Sorg, der ehemalige Lehrbeauftragte der ETH, einen spannenden Vortrag, globale Transformation der Landwirtschaft. Und unsere Vortragsreise, also die von Vortragsreihe, die von Plant for the Planet und vom Club of Rome, geht dann in der zweiten Jahreshälfte weiter. Die ganzen Vorträge und Veranstaltungen findet man auch auf kulturpark.ch. Und ich hoffe, dass wir uns alle dann in hoffentlich nicht allzu vielen Monaten auch mal wieder persönlich im Kulturpark zusammentreffen können. Vielen Dank euch allen, dass ihr da wart und zugehört habt und dabei gewesen seid. Bis bald.